sehr, dass Frau Halilovic heute hierher gekommen ist aus NRW, einen langen Weg auf sich genommen hat, um hier in Meiningen aus ihrem Buch vorzulesen. Und da wir jetzt ein kleiner Kreis sind, machen wir das so, machen das eher ein bisschen inoffizieller. Also Frau Halilovic wird erst was lesen und dann besteht auch gleich die Möglichkeit, dass ich Fragen stelle und Sie auch Fragen stellen können, dass wir es ein bisschen im Dialog machen. Frau Halilovic ist 1998 mit 19 Jahren aus Bosnien-Herzegowina nach Deutschland gekommen, alleine. Sie ist das älteste von vier Kindern und ihre gesamte Familie ist noch in Bosnien-Herzegowina oder wird da auch bleiben. Und Frau Halilovic hat dann unter anderem später, also in Bosnien-Herzegowina hat sie angefangen, Germanistik zu studieren. Das wurde hier größtenteils anerkannt. Und hat dann an der Fernuni Hagen Psychologie studiert, arbeitet heute mit Kindern und Jugendlichen psychologisch zusammen oder betreut Kinder und Jugendliche psychologisch und ist in dem Thema Kriegskindheiten und psychologische Folgeschäden sattelfest. Also sie haben dann auch gleich die Möglichkeit, Fragen zu stellen zu solchen Themen. Und ich denke, ganz persönliche Fragen werden Sie dann sagen, was okay ist und was nicht okay ist, aber ansonsten denke ich, werden wir es einigermaßen locker über die Bühne bringen. Ich würde Ihnen auch gleich das Wort erteilen und Sie bitten, was für sich vielleicht noch zu sagen, was ich jetzt vergessen habe, und dann gleich mit der Lesung anzufangen. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich. Ich freue mich sehr, heute Abend hier sein zu dürfen. Ich fühle mich geehrt, einfach geehrt, über das Thema sprechen zu dürfen, dass es mich bewegt und auch, dass meine Gefühle mitteilen zu dürfen. Denn das, was mich bewegt, das ist nicht nur damals passiert, sondern das ist auch ein Thema, ein heutiges Thema. Das bewegt uns dann auch alle sehr, weil wir ein Teil der Gesellschaft sind. Wir können nicht nach Hause gehen. Vaters Pupillen. Sein während des Krieges felsig gewordenes Gesicht. Seine Stimme. Deine Mutter und ich haben entschieden, unser Haus zu besuchen. Ich schreckte auf. Nach Hause. Wie lange schon war ich nicht mehr dort gewesen? Es ist doch Krieg. Wir können nicht nach Hause gehen, sagte ich traurig. Wir schauen, wie es im Haus aussieht, fuhr mein Vater fort. Außerdem brauchen wir Kleidung. Morgen früh machen wir uns auf den Weg. Ein Tagesmarsch lag vor uns. 12 Stunden oder mehr würde meine Familie brauchen, unsere sich an die azublauenden Flüsse Una und Kruschnica, schmiegende Heimatstadt, Bosanska Krupa, 25 Kilometer nordöstlich von Bihar zu erreichen. Das wusste ich. Wie nur konnten meine Eltern das wagen? War Bosnien doch übersät von Schüssen, übersät von Granaten? Überall flogen sie, zerrissen Menschen vor meinen Augen nichts als Fleisch und Knochen. Am Morgen wartete mein Vater mit unserem Fahrrad vor dem Haus. Stumm saßen unsere zweijährigen Zwillinge hinterher auf dem Gepäckträger. Meine Mutter und meine Schwester standen daneben eng beieinander. Blicke vermieden wir. Kaum trat ich zu ihnen, setzte mein Vater mit einem Ruck das Fahrrad in Bewegung. Unsere Familie machte sich auf den Weg nach Hause. Zum Abend werden wir die Großtante erreichen, warten dort, bis es Nacht wird. Dann schleichen wir zum Haus, eröffneten meine Eltern uns ihren Plan. Das Haus der Schwester meines früh verstorbenen Opas hatte ich nie gesehen. Wusste nicht, wo sie lebt, diese kleine Frau mit ihrem hellen, gemusterten Kopftuch. Ich kannte meine Großtante kaum. Offenbar hegten mein Vater und meine Mutter keine Zweifel, dass ihr Haus ein sicherer Ort sei. Es nicht von einer Granate zerrissen oder von den Jetniks angezündet wurde,
um nur noch ein kohlschwarzes Grauen auffindbar zu sein. Später sah ich es dann. Wie ein Zauberhaus war es ganz unten am Berg Kopenhagen versteckt. Ein geheimer Ort, an dem meine Großtante lebte. Niemals zündete sie ein Feuer an, vermied auch während der Winter den aufsteigenden verräterischen Rauch, saß beim schwachen Lampenschein in dicke Kleidung und Decken gehüllt. Das alles half kaum. Doch das Frieden war besser als der Tod. Wusste ich doch, was die Feinde hier antun würden, führte auch nur die kleinste Spur zum Zauberhaus. Unsere Familie war noch fern dieses geheimnisvollen Ortes, der gleichsam so nah an unserem Zuhause lag. Wir tranken etwas, rasteten nur kurz, setzten unseren endlosen, meine letzten Kräfte vernichtenden Marsch durch diesen Krieg fort, hörten die Granaten. Überall fielen sie. Und ich dachte beim Gehen an meine Oma, wie sie zu den Detonationen ihre beiden Kopftücher lüfte, das untere ihre langen Haare bändigende und das zweite den Kopf nach Art ihres Glaubens bedeckende Tuch über ihrem rechten Ohr anhob, um den Einschlägen der Granaten zu lauschen. Das war im Nordosten, sagte meine Oma, wie eine Buchhalterin des Krieges, ortete sogleich die folgende Detonation und addierte sie zur Geografie der Granaten. Die Zwillinge heulten während unseres Marsches nur immer öfter. Unermüdlich schob mein Vater das Fahrrad durch den Straßenschau, schaukelte absichtlich etwas damit herum, brachte die beiden für Momente zur Ruhe. Erst Stille, dann wieder das Heulen der Granaten und meine kleinen Brüder. In lumpiger Kleidung trotteten meine Mutter, meine Schwester und ich hinterher. Seit Monaten trug ich die viel zu große Jacke meines Vaters. Wie sie an mir hing, ich hasste es. Flüchtling, beschimpften die anderen Kinder und Jugendlichen mich, auch wenn es Hunderttausende von uns gab. Ich taumelte, riss mich zusammen und ging weiter. Ein Kreischen am Himmel, die Flugbahnen der Granaten. Wieder erinnerte ich mich an die Stimme meiner Oma. Im Süden, meine Liebe, das war im Süden. Am Abend erreichten wir die sich an Bosanska Krupa anschließenden Berge und Wälder. Wir streiften zwischen den Bäumen hindurch. Die Sonne war nicht untergegangen. Färbte eine sich vor uns auftuende Lichtrichtung blutrot. Ich schaute zum Himmel hinauf, spürte meinen Schweiß, hörte den Atem meiner Mutter. Nichts als quälende, vor schmerzvoller Realität erzitternde Gedanken in meinem Kopf. Wir standen im Schutz der Bäume. Auch auf der anderen Seite war Wald, dazwischen die Freifläche. Wir würden sie überqueren müssen. Ein Schuss fiel, weitere folgten. Zwischen den Bäumen hatte uns das Krachen nicht berührt. Viel zu vertraut war uns der ewige Klang der Waffen. Ich wusste, wie sie aussahen und funktionierten. Wie wirkungsvoll sie sind. Menschen sterben schnell mit einem Schuss in den Kopf. Doch nun, während unsere Blicke über die Lichtung streiften,
riss Angst mich bei jedem Geräusch beinahe entzwei. Mein Vater lehnte das Fahrrad an einem der Bäume, klemmte sich unter jedem Arm einem unserer Zwillinge und erhob die Stimme. Wir müssen rennen. Wir nickten in unserer Angst. Vater verzog keine Miene. Sei wie der Wind, Amela. Dann rannte er los, überquerte geduckt die Zwillinge unter seinen Armen zum Krachen der Schüsse die Richtung. Erreichte den Waldrand, gefolgt von meiner Mutter und meiner Schwester. Schüsse, Granaten, sie hetzen unter die Bäume. Und auch ich rannte jetzt in das blutrote Licht, wieder Schüsse. Erreichte die Mitte der Lichtung, sah die andere Seite, blieb einfach stehen. Ich konnte nicht mehr. Gott ist immer da. Ich möchte zu ihm. Er wird gut zu mir sein, spürte ich. Hörte das Lied, das ich in meinem Chor immer sang, das ich so liebte, weil es mich mit Gott verschmolz. Die Schüsse krachten, zerstörten aber nicht mein Lied. O Allah, schau mich an, du Herr des Himmels und Herr der Erde, die du geschaffen hast. Egal, wo ich mein Gesicht umdrehe, du umarmst mich. Meine Eltern riefen meinen Namen, Amela. Diesen wunderschönen Namen, der in Bosnien auch eine Süßigkeit bezeichnet, Toffifee. Es steckt viel Spaß in Toffifee. Einmal hörte ich diese Werbung, nichts traf weniger auf mich zu. Mitten auf der Lichtung schenkte mir Gott alle Zeit, um meinen Erinnerungen nachzugehen. Immer zu vielen Schüssen. Ich dachte an den Krieg, die Toten, die Verzweiflung, das Wimmern, wenn eine Frau vom Tod ihrer Kinder erfährt. Jetzt bot ich mein Leben den Scharfschützen an. Die Gebete meines Großvaters fielen mir ein. Nicht, dass dieser alte, so liebevolle Mann mich für mich gebetet hätte, für seine Enkeltochter, die dort oben in ihrem Rapunzelzimmer saß, sich selbst umarmte und verzerrte Figuren auf das Papier kritzelte mit Strichen, die aussahen wie Schreiben. Sicher schloss Großvater mich immer wieder auch in seine Gebete ein. Vielmehr jedoch war es mein Betrachten des alten Mannes in der Moschee, das ich nie vergessen sollte. Sein tiefes Verneigen von einem unsichtbaren Gott und diese von mir mit einem Glücksgefühl wahrgenommene, im Gebet um ihn erblühende Aura aus Demut, Hoffnung und Vertrauen. Doch nur etwas erfüllte die Luft um meinen betenden Großvater. Schillernd, mir unbekannt, doch wunderschön. Gerne hätte ich meine Finger ausgestreckt, dieses Fremde vorsichtig zu ertasten und fortan auf meiner Hand durchs Leben zu tragen. Gleich einem Vogel, der einen mit hinaufnahm. Ich hatte die Liebe gesehen, Großvaters Liebe zu Gott. Ein Gott, der mich in seine Arme schließt, wusste ich, wenngleich eine Kugel das Leben aus meinem jugendlichen Körper nimmt. Ich spürte, wie der Tod naht, mitten auf der Lichtung, vor den Augen meiner Familie, unter der Blutsonne von Bosnien. Ein Schuss. Die Rufe meiner Eltern ließen mich taumeln. Ich verharrte und wollte nicht mehr. Immer laufen, schleichen, Fieber bekommen, kaum essen, keine Kraft mehr in sich spüren. Wir Kinder waren jetzt immer krank, wochenlang. Fanden doch noch einige Kleidungsstücke, zogen sie an und erschraken, als unsere abgemagerten Gesichter aus den nur heilen und sauberen Pulvern schauten.
Erst jetzt begriffen wir, wie schlimm wir aussahen. Wieder stiegen meine Familie und ich die Anhöhe nach Bosanska Kruka hinauf. So viele kamen hier ums Leben. Ich erinnere mich an den Vater, der seinen Sohn dort verstecken wollte. Morgens holte der Junge Wasser. Eine Granate riss ihn in Stücke. Einfach so. Man kann sich wirklich nicht von dem Tod retten. Hier auf der Anhöhe, so sagen die Leute heute, leben die Menschen ohne Arme und Beine. Ja, das ist der Berg der Menschen ohne Arme und Beine. Unser Haus ist ganz in der Nähe. Irgendwann konnten wir bleiben. Es ging die Sonne auf über dem Berg der Menschen ohne Arme und Beine. Und wir mussten nicht zurückschleichen, standen vor unserem Haus, traten ein im Sonnenlicht. Es waren keine Granaten zu hören, keine Nachbarn mehr da. Ich betrat mein Zimmer. Der Rosenstrauch wiegte vor dem Fenster im Wind, als sei nichts geschehen. Ein Vogel saß im Baum gegenüber. Ich saß an mir herunter, betrachtete meine Lungen, spürte meine Seele nicht mehr. So sehr ich es auch versuche, ich kann nicht tief einatmen. Das Bluten beginnt sonst. Das Mädchen von damals möchte in mir aufsteigen. Sie ist unten. Ich reiche ihr die Hand. Auch das Blut ist dort. Unsere Fingerspitzen berühren sich manchmal. Unsere Hände jedoch erreichen sich nicht. Noch nicht. Wird sich das ändern? Wie gerne würde ich ihr sagen, wie damals alles war. Als heute erwachsene Frau meinem Mädchen etwas über die Zeit der Kindheit und den Krieg erzählen. Lass uns darüber sprechen, versuche ich wieder, ihr die Hand zu reichen, spüre erneut das Blut, die Angst, was passieren könnte. Käme sie wirklich einmal zu mir hinauf? Mein Mädchen, Anna, das Mädchen von damals. Werden wir uns umarmen? Sie mir erzählen, was ihr Schmerzen zufügte? Mir Fragen stellen? Werde ich ihr antworten können? Oder wird sie mich mit dem Leid von einst erdrosseln? Unser zerbrochenes Glas mit den scharfen Kanten auf mich werfen, ohne dass wir jemals einen gemeinsamen Spiegel für uns daraus schaffen können. Für uns. Betrachte ich mein Spiegel, sehe ich alles, was geschah. Täglich trete ich davon. Das bin ich. Dankeschön. Ich erst spät verstanden habe, natürlich, dass es Nationalitäten gibt, natürlich, aber wer ist denn wer? So, um die ganzen, also Menschen zu kategorisieren, das ist nicht meine Art, das mochte ich nie, sondern wir sind Menschen und wir sollen uns verstehen, wir sollen miteinander auskommen, wir sollen uns, wenn wir uns streiten, vertragen, also so habe ich, das waren meine Gedanken meiner Kindheit. Nach dem Krieg, ganz ehrlich, was ich gesagt habe, ich habe gedacht, wann sehe ich Radovan wieder? Und Radovan war in der 5. Klasse. Nach Serbien geflüchtet, später habe ich gehört, aber und einmal habe ich ihn gesehen. Und ich habe mich sehr gefreut. Heutzutage ist es für mich unwichtig,
wer ein Serbe ist, wer ein Kroate ist, wer aus Mazedonien kommt oder, also wir sind Menschen und ich schließe Menschen in mein Herz ein, so viel Platz ist drin. Da habe ich schon erwähnt, ich bin sehr tolerant, mich bewegt es sehr. Diese Einstellung einfach, wenn wir im Kopf etwas verändern, die Gedanken verändern, dann kann ich auch mit verschiedenen Nationen auskommen. Wie lebe ich denn hier in Deutschland? Warum kann ich dann nicht in Bosnien mit Katholiken und Orthodoxen leben? Warum? Was ist denn hier anders und was ist in Bosnien anders? Das habe ich nie verstanden. Warum? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe viele Freunde und Arbeitskollegen, die aus Bosnien, Kroatien, Serbien, von überall kommen. Mit denen hier komme ich super klar, aber in Bosnien nicht. Warum denn nicht? Warum muss ich mich anpassen? Warum muss ich so handeln, wie andere handeln? Warum soll ich nicht denken, so wie ich denke? Was ist das? Spielt die Macht da eine Rolle? Generationskette der Gewalt? Wann wird das unterbrochen? Je mehr wir darüber nachdenken, was denkt mein Vater, was denkt mein Opa, was denkt mein Uropa, und ich denke genauso, nur um diese Generationskette zu beschützen, werde ich mich nie ändern. Und dann wird sich auch die Gesellschaft nicht ändern. Das ist überhaupt nicht mein Vorhaben gewesen, sondern je mehr wir vielfältiger sind, je mehr wir darüber nachdenken, wie wir miteinander zusammenleben wollen und das sich in meinem Kopf manifestiert, dann kann ich was verändern. Anders nicht. Als PTBS, es ist einfach sehr wichtig zu sagen, Menschen mit Traumaerlebnissen, die haben leiden an Schlafstörungen und bei mir war das so, dass ich in den ersten Jahren nach dem Krieg in Deutschland wirklich sehr starke Schlafstörungen hatte. Ich habe sehr starke Kopfschmerzen gehabt, also chronische Kopfschmerzen. Und jedes Mal, als ich mich damit beschäftigt habe, was ist denn eigentlich das, was gerade mit mir passiert? Also das ist ja nicht normal, weil das ja täglich passiert. Ja, ich wusste gar nicht, dass ich wollte das auch gar nicht wahrhaben, dass ich an irgendwelche Störungen gelitten habe. So. Das wurde, ich war auch in der ärztlichen Behandlung, aber bei mir wurde jetzt nichts diagnostiziert. Bei in Bosnien, mit meinen Freunden, also die noch in Bosnien leben, natürlich, also sie leiden an PTBS. Und jedes Mal, wenn sie Sirenen hören, zum Beispiel, das ist etwas Bewegendes, wo wir die dann sofort in die Klinik fahren müssen. Bei mir ist es so, dass wir haben in der Schule einmal im Jahr, also Alarmstunde, nennt man sie Alarmstunde, und dann wird die Alarmanlage geprüft, und das ist die Sirene, wirklich, die ich aus dem Krieg kenne, und dann kann ich nicht denken. Also in dem Moment bleibe ich stehen und ich habe Herzrasen, genau, ich fühle dann mein Herz hier und versuche mich dann zu beruhigen, brauche wirklich ein paar Minuten, bis ich dann sage, nein, es ist alles gut, es ist nicht, du bist nicht im Frühjahr, in der Vergangenheit, sondern du bist hier und jetzt, alles ist gut. Also das kommt auch bei mir vor, genau. Also ja, wir hatten diese Stunde auch vor einem Monat, genau, gehabt, und dann musste ich dann mit diesen Minuten dann auch irgendwie klarkommen. Genau, das kommt dann ab und zu. In dem letzten Kapitel, in dem letzten Satz steht, spürt meine Seele nicht mehr. Und dann im Epilog beschreiben Sie, wie Sie jeden Tag in Ihr Spiegelbild sehen, also beschreiben den Kontakt zu Ihrem inneren Kind, zu der kleinen Amina, die irgendwo da drin ist, und wie Sie ihr versuchen, die Hand zu reichen. Und beschreiben, dass Sie in den Spiegel gucken und täglich trete ich davor, da bin ich. Aus psychologischer Sicht, was ist besser, also sich täglich damit auseinanderzusetzen oder das zu verdrängen? Also es gibt verschiedene Theorien, auch in der Psychologie heute, gerade bei posttraumatischen Belastungsstörungen lässt man es auch gerne im Keller und sagt, ja, wir lassen das mal da, wo es ist, und holen es nicht hoch. Oder was würden Sie sagen als Psychologin? Ist es ein guter Ansatz zu verdrängen, oder macht es mehr Sinn, sich dann doch fast täglich oder beschreibt täglich damit auseinanderzusetzen, was in einem drin ist, was das innere Kind noch fühlt, und wie geht man damit um?
Das, ich hatte mich damit beschäftigt, genau. Ich hatte damals, warum ich den Spiegel jetzt angesprochen habe, das ist ein sehr wichtiger Ansatzpunkt für mich, weil ich verdränge nichts. Es ist einfach sehr gut zu wissen, wo ist man denn eigentlich? Und zu meinen Mädchen die Hand zu reichen, das ist nicht 100% passiert. Aber ich weiß, sie ist gut aufgehoben in mir. Ich habe mir einen großen Spiegel gekauft. Der Spiegel ist wie die ganze Wand im Flur. Von oben bis unten und von also links nach rechts, ne? Breit. Und ich hatte jeden Tag, wenn ich aufstehe, ich sage mir drei Dinge. Sei stolz auf dich. Du bist sehr wertvoll. Liebe dich so, wie du bist. Und das, wenn ich mir das sage, meine innere Stimme kommt zu meinem inneren Kind. Und das kommt an. Ich fühle mich geborgen. Und wenn ich mich geborgen fühle, dann fühlt sich das Mädchen mir auch geborgen. Die Vergangenheit, die entscheidet nicht über meine Zukunft. Die Vergangenheit ist da, wo sie ist. Und dort soll sie auch bleiben. Als Sprachdozentin gearbeitet habe, ich habe das immer miteinander verbunden. Ich habe immer gesagt, warum gibt es die Vergangenheit 1 und 2 und warum gibt es Futur 1? Die Vergangenheit bleibt da, wo sie ist. Ich werde glücklich, ich bin glücklich, aber ich war nicht glücklich. Ich war nicht glücklich. Soll mein ich war nicht glücklich entscheiden über ich werde glücklich? Also da stimmt irgendetwas nicht. Also man muss das differenzieren. Und so habe ich, also hört sich jetzt kompliziert an, aber so habe ich das auch mit mir selbst erklärt. Du warst nicht glücklich, aber du wirst glücklich. Wenn du jetzt aber im Präsens daran arbeitest, wirst du später glücklich. Also jetzt kann man das vielleicht nachvollziehen. Genau, und wenn ich mir dann diese drei genauen Sachen, also morgens, wenn ich aufstehe, wenn ich mich in den Spiegel betrachte, also mein Gesicht betrachte. Früher habe ich gesagt zu mir selbst, du siehst nicht schön aus, du bist nicht glücklich, du bist ein Jammerlappen. Heute sage ich das nicht zu mir, natürlich bin ich das nicht, weil ich bin sehr selbstbewusst, ich bin wertvoll, ich liebe mich selbst. Nur so kann ich weiter Liebe geben, nur so kann ich verstehen. Nur so kann ich mit Problemen umgehen. Nur so kann ich Probleme lösen, versuchen zu lösen. Nur so werde ich nicht zusammenbrechen. Nur so geht es weiter. Nur so gemeinsam können wir weitergehen. Und vieles wirklich in der Gesellschaft gemeinsam verändern. So, das ist mein Motto und dabei bleibe ich. Erst im zweiten Schuljahr des Gymnasiums musste ich lernen, mich zu verteidigen. Denn es war sehr schlimm, also das war 94, als im Srebrenica, mit dem Massaker, oder in Prijedor, das war sehr schlimm und wir mussten dann auch in der Schule in diesem Unterricht teilnehmen und mussten dann wirklich mit, ich glaube, M29 war das und M59 mussten dann auch wirklich die Pistole auseinandernehmen, sauber machen und dann mussten dann auch schießen. Später, nach dem Krieg, als wir zu Hause waren, es gibt ein Schloss, eine Burg bei uns in der Stadt und wir sind auf die Burg geklettert, also mussten dann nach oben gehen und auf der Spitze gab es eine freie Fläche und dort mussten wir lernen zu schießen, also auch nach dem Krieg, also 5 Jahre später, mussten wir lernen zu schießen. Weil wir waren uns, also man war sich nicht sicher, dass der Krieg tatsächlich zu Ende war. Wir mussten dann vorbereitet sein. Und ich war sehr gut, ja, aber ich wollte nicht schießen. Ich habe mich eher gestritten, mit dem Professor. Und ich war dagegen. Das war mein Problem, nicht so. Ich war in Srebrenica zum 20-jährigen Friedensmarsch, in Srebrenica. Und ich habe mir so gedacht, wenn ich nicht dabei bin, wenn ich ja tagelang nicht unterwegs bin, dann werde ich nie fühlen können, wie hat sich jeder von den Menschen gefühlt. Und ich wollte das verstehen, ich wollte nachvollziehen, ich wollte
hinfallen. Ich wollte nicht essen. Ich wollte neben den Gräbern schlafen. Ich wollte vieles mitmachen, damit ich das Gefühl habe, wie fühlt sich das an, wenn jemand leidet? Kann man das Leid messen? Schwierig. Wer kann beantworten, kann man das Leiden messen? Schwierig, ja, das ist schwierig. Aber man kann es verstehen, wenn man sich in die andere, in die Lage der Menschen versetzt, die das Leiden, die Trauma, ja, Trauma-Leiden, genau, dann kann man das versuchen. Man kann sich in die Gefühle hineinversetzen, so. Bei mir war das so, dass ich mich eher mit den Gefühlen der anderen Menschen verschmolzen habe. Und ich konnte wirklich sehr gut nachvollziehen, dass eine Mutter, die in Srebrenica 7 Söhne verloren hat, doch mit allen, die ihr Unrecht getan haben, also die Söhne, die hat gesagt, mir wurde Unrecht angetan. Das ist harmlos zu sagen, ne? Mir wurde Unrecht angetan, aber gesagt, ich verzeihe allen. Denn nur ein Mensch ist dafür verantwortlich gewesen. Nur ein Mensch hat meine Söhne getötet. Warum soll ich dann sagen, die sehr Tikoan, warum denn eigentlich? Ich war sprachlos, ich habe gesagt, Respekt, Respekt. Solange wir immer sagen, die und die und die und die, werden wir nicht weiterkommen. Genau. Ja, wenn im Juli, genau, da kommt ja, ja das Thema Srebrenica, da kommt das Thema Prijedor, Massaker, dann sind die Gefühle in mir sehr stark. Ich schaue kein Fernsehen, ich lese keine Nachrichten, ich beschäftige mich mit Sachen tatsächlich nicht zu verdrängen, sondern zu flüchten, genau, kommt das Wort, genau, zu flüchten. Also ich flüchte dann in das komplett andere Welt, in der ich geborgen, geborgen fühle, nur damit diese Zeit vorbei geht, genau, damit ich nicht daran denke, genau. So, ansonsten erinnere ich mich sehr gerne an meine Kindheit im Krieg, weil ich wirklich, ich muss sagen, ich habe die intensivste Zeit meines Lebens mit meinen Eltern, mit meiner Familie verbracht. Heute nicht. Meine Eltern leben in Bosnien. Und wenn ich diese Zeit, diese Erinnerung nicht hätte, dann wäre ich arm. Eine Freundin von mir, sie hat als ich das Gymnasium besucht hatte, ja, ich war aber Stufenschülerin. An einem Tag bin ich zur Schule gegangen und die Schule war gesperrt. Auf dem Schulhof waren Polizisten, denn ihre Wohnung ist neben dem Gymnasium, so neben der Schule gewesen. Sie war wunderschön, erstmal das. Sie hat so positive Ausstrahlung. Ich war ihre beste Freundin. Ich bin mit ihr jeden Freitag rausgegangen, habe mich mit ihr unterhalten über viele, viele, viele Sachen, viele vielfältige Sachen. Und dann, da mein Vater Polizist war, kam dann die Information, dass sie hat die Pistole genommen und hat sich erschossen. Das war für mich sehr schwer. Sehr schwer. Ja, das ist dann aber passiert erst nach dem Krieg, dass sie sich mit diesem Trauma-Erlebnis so lange Jahre aushalten musste. Das war mir nie bekannt, ich wusste das gar nicht. Und sie hat es nicht mehr ertragen, wahrscheinlich, was sich dafür geschämt hat. Sie hat es niemandem gesagt, keiner wusste das, aber
später die Medizin, also wurde, hat im Krankenhaus genau festgestellt, sie wurde vergewaltigt und es gab dann auch Abschiedsbriefe später, die wurden gefunden. Mit dem Zweiten Weltkrieg? Nein, tatsächlich, also das kommt ja in der Geschichte vor, natürlich, dass das erwähnt wird, ne? Aber damit haben wir uns nie intensiv beschäftigt. Also das ist in der Schule überhaupt nicht der Fall gewesen, nein. Mir wurde damals gesagt in der Schule, als ich das Gymnasium besucht hatte, wir schreiben eine eigene Geschichte, wir sind die Helden. Okay, gut. Später, als ich mich dann mit meinem Freund Serben unterhalten habe, er sagte, hör gar nicht hin, bei uns in Serbien sagt man, wir Serben sind die Helden, wir schreiben unsere eigene Geschichte. Also damit hat man sich eher beschäftigt, aber nicht mit dem Zweiten Weltkrieg. Ich persönlich, als ich nach Deutschland gekommen bin, ich hatte einmal auf ZDF oder WDR war, das weiß ich jetzt nicht, gesehen, ich hatte einen Mensch, also einen älteren Mann gesehen, ich weiß nicht, wie er heißt, auf jeden Fall, er war 100 Jahre alt und er hat über seine Geschichte erzählt. Und ich hatte nur so gedacht, irgendwann mal, wenn ich 100 Jahre alt werde, werde ich dann auch so irgendwann mal im Fernsehen erzählen, wie es mir damals ergangen ist. Genau. Ja, ich bin jetzt nicht 100, aber ich erzähle jetzt trotzdem darüber. Also das ist jetzt nur der einzige Moment gewesen, wo darüber nachgedacht zu haben, wie war das im Zweiten Weltkrieg. In der Schule nicht, auch in meinen Gedanken nicht. Oder habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt. Das finde ich psychologisch und historisch gesehen total spannend zu sehen, was macht eine Gesellschaft, wenn so ein Krieg vorbei ist, was passiert dann mit den ganzen Nachkriegsfolgeschehen. Ja? Also wie geht man mit den Opfern des Krieges um, mit den Frauen, die Massenvergewaltigung ausgesetzt waren, mit den Kindern, die dann in dieser Nachkriegsgesellschaft groß werden. Redet man darüber, redet man nicht darüber, verdrängt man das? Welche nationalen Mythen baut man da auf? Ja? Das ist... Gibt es da zum Beispiel irgendeinen Nationalmythos jetzt in Bosnien-Herzegowina, der erzählt wird? Gibt es da was? Nee, also leider nein. Da gibt es überhaupt, also da, also zum Thema, also, zum Thema mit dem Zweiten Weltkrieg, also damit beschäftigt man sich überhaupt nicht. Also manchmal ich meine jetzt für jetzt, nach Jugoslawien. Ja, es ist, also ich sage immer, Häuser kann man bauen, aber menschliche Seelen nicht. Menschen werden sich lebenlang damit mit diesem Thema beschäftigen müssen. Es ist einfach so, dass viele verdrängen, einige sprechen darüber, kommt darauf an, welcher Persönlichkeitstyp man ist. Ne? So, und das ist das, also vieles ist auch wird nicht gesagt, weil man sich dafür schämt, also wie vorhin gesagt, also wenn man Frauen, die vergewaltigt wurden, die darüber sprechen oder die nicht darüber sprechen können oder sprechen anonym, klar, da wird der Name jetzt nicht bekannt gegeben. Genau, also gibt es verschiedene Situationen. Ja, da kenne ich hier eine Freundin von mir, sie hat Selbsthilfegruppe, genau, mit einer Selbsthilfegruppe gestartet, wo Frauen, die an Karzinomen leiden, genau, sie arbeitet mit denen zweimal in der Woche und da treffen sich einige Frauen, die kommen und dann werden diese Themen dann auch ausgetauscht. Zum Beispiel, man hat die Möglichkeit, sich in diversen Bereichen zu diversen Themen auszutauschen, aber explizit jetzt dieses Thema Vergewaltigung, genau. Wer geht denn gerne zum Thema jetzt Selbsthilfegruppe Vergewaltigung? Hier in Deutschland ja, aber in Bosnien nicht. Nein. Dafür schämt man sich, ja, genau. Oder Alkoholkonsum. Ja, also in Bosnien, nö. Also wer geht denn gerne dahin? Es gibt keine Selbsthilfegruppe Alkohol, sondern, oder Drogen, natürlich. Ja, man weiß, es ist etwas, was nicht gut ist, das sollte man nicht machen. Ja, und das wird auch gar nicht thematisiert. Also das, ich wünschte, es wäre so. Dafür würde jetzt der Rahmen nicht reichen, aber ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie auf diese sensible und feinfühlige Art vorgelesen haben und auch bereit waren, über Dinge zu sprechen, die nicht einfach sind, und ganz, ganz herzlichen Dank.